Heute zeigt uns Werner Krause, wie man Cocido Quemado herstellt. Cocido Quemado ist ein in Paraguay typisches Teegetränk. Es wird hergestellt aus Yerba-Tee, Zucker und glühenden Holzkohlen. Bevor ich das zum ersten Mal probiert hatte, war ich dem Tee sehr skeptisch gegenüber, weil er ja mit glühenden Holzkohlen hergestellt wurde und ich gedacht habe, er schmeckt sehr verbrannt. Aber dem ist nicht so. Also lassen wir uns vom Werner nun zeigen, wie dieser leckere Tee hergestellt wird. Wir haben 6 Löffel Yerba, das geht für 10 Liter Wasser. Für 10 Liter Wasser nehmen wir 6 Esslöffel Yerba-Tee. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr Yerba-Tee bei euch kaufen könnt, ich verlinke ihn euch unten in der Videobeschreibung. So, und auch so Zucker, ja? 6. Und wir nehmen ebenfalls 6 Esslöffel ganz gewöhnlichen Zucker. Und 2, 3, 4, 5. So, so. Zur Herstellung von Cocido Quemado ist es ganz wichtig, eine feuerfeste Schale zu benutzen. Am besten ihr nehmt eine Edelstahlschüssel oder irgendwas Vergleichbares. Denn jetzt kommen glühende Kohlen in diese Mischung. So, jetzt muss der immer wieder erstickt. Das nennt man Cocido Quemado. Ab und zu will das mal brennen, aber da muss man das immer wieder untermachen, sodass es stinkt. Und jetzt brennt ja der Zucker in der Kohle rein. Mhm. Das riecht aber gut, riech mal hier. Das riecht nicht. Oh, jetzt noch mal ein paar rein. Das ist nicht so genau, wie viel man da noch tut. Das muss so. Das nennt man gebrannt, ja? Cocido quemado. Quemado bedeutet brennen. Genau so ist es richtig. So, riecht schön nach Zuckerwatte. Jetzt riecht so richtig gebrannt, ja? Ja. Wahrscheinlich kommt ja die Farbe nachher von diesen Kohlen, ja? Dass das so dunkel wird. Ja? Aber das kommt ja auf 10 Liter Wasser, also... Das ist überhaupt nicht so genau. Man kann 2 Löffel, wenn man nur ein bisschen will. Ja. 2 und 2 oder 6. Oder wenn man noch mehr will, dann tut man eben 10 oder 12 Löffel. Geht immer, je nachdem, ungefähr so, wenn man viel machen will. Mhm. So, das ist jetzt gut so. Das will ich jetzt mal reinbringen. Weil es heiß ist, wenn wir das mit der Mütze anfassen. Also 2 Jahre, ich will kontinuieren futter. Das ist, wo das da am Topf laufen hat. Okay. Unsere fertig gebrannte Yerba-Mischung wird nun in kochendes Wasser gegeben. Jetzt tun wir das, was wir da so gebrannt haben, Zucker. Gebrannter Zucker mit Kohle. Kommt jetzt hier rein. Wie lange muss das dann kochen? Nicht lange. Das kann man jetzt schon gleich ausmachen, dann zieht das langsam runter. Ja. Also muss man dann lässt ziehen. Man das abkühlen, aber man kann auch eigentlich schon bald erst trinken. Ja. Manche tun dann noch ein bisschen kaltes Wasser drauf und dann zieht das gleich nach unten und klart auch. Aber diese Kohle, die nehmen wir schon bald wieder raus. Also die bleiben hier noch, so lange drin, damit das Wasser verfärbt. Ja? Das färbt ja schon schnell dunkel. Ja? Und darum geht's. Also die Kohle macht das, die Farbe.
so schön. Der Jarba auch, aber die Kohle macht dunkler, ja. So, ausgeschaltet habe ich den hier. Ich werde das schon gleich runternehmen hier. Mit dem hier reingemacht. Das ist schon gut so. Das dauert nicht lange. Man lässt das nur ein klein Weilchen durch. Und dann kühlt es ab. Ja? Dann kann man aber jetzt schon gleich nehmen und trinken. Ja. Kann man auch. Ich habe den ganzen Prozess vom Einfüllen der Jarba-Mischung in das kochende Wasser bis zum Ausschöpfen der Kohlen mal in Echtzeit laufen lassen, damit du ein Gefühl dafür hast, wie lange du deinen Tee ziehen lassen musst. So, das andere wird dann durchsieben. Nach dem Durchsieben ist es nun endlich soweit, dass wir den Tee probieren können. Ja, das ist Cocido Quemado. Kaffee, typischer Paraguay. Jetzt ein bisschen Milch rein. Schmeckt mal erstmal ohne Milch. Schmeckt auch ohne Milch ganz gut. Ja, ich mach das gerne. Ist das überhaupt auch heiß? Ich müsste auch einen. So. Guck mal, wie schön das aussieht. Das sieht ja aus wie Kaffee, ja? Ich will 1, 2, 3, 4, 5. So, dann noch dieser Legalierter. Ich muss aufpassen. Ja, was soll ich zu dem Ganzen noch sagen? Ihr seht ja, es schmeckt uns richtig gut und ich kann euch nur empfehlen, macht es mal nach, kocht euch euren eigenen Cocido Quemado und schreibt doch bitte in die Kommentare rein, wie es euch geschmeckt hat. Je nachdem, wie groß das Haar ist. Ja. Wenn das noch ein Griff ist, dann würde ich zählen. Was glaubst du? Mit Milch besser? Ja, mit Milch ist minimal besser. Ja. Aber man kann auch ohne die Milch. Oh ja. Ich mag es auch lieber mit Milch. Aber mit Milch ist ein bisschen Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch einfach einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal, damit ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst. Bis dahin, tschüss!